Creeper! Ding. Oh, ich hab's noch zwischen hinter mir und da dachte ich mir, drehst dich mal schnell um und boah, sowas kann ich ja gebrauchen. Dämliche Creeper hier, Mistding. Nein! Ach, das wollte ich schon. Verdammt, jetzt muss ich hier echt. Weg. Nein, da ist er noch. So, kann ich ihn wieder einsammeln, bitte? Ja, danke. So. Dämlicher Creeper. Das wäre es ja noch gewesen, wenn der hinter uns explodiert wäre. So. Dann werden wir mal wieder die Feld bestellen. Hopp, hopp. Hopp, 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 hopp. Hobbidi, hobbidi. Das ist noch nicht Drive. Das ist auch noch nicht Drive. Drive, Drive, Drive. Nein, hier. So. Weil ich brauche auch für mich wieder Brot. I need a bread. Bread, bread, bread. So, aber ich bin fast versucht. Hier hinten noch Dings oder dort hinten mal hinzugehen und eine Farm anzulegen. Ich glaube, mit der Farm fange ich auch an. Weil jetzt haben wir, was Tiere angeht und sowas, haben wir dann sonst ein bisschen ein Problem rein Nahrungsmittelquellenmäßig. So. So. Also der Weg dort hinten rum, es wird wahrscheinlich nur Deko bleiben. Ich werde die Abkürzung hier öfters nehmen. Guten Tag. Hast du gefressen? Ey, ob du gefressen hast? Ich hoffe, du frisst noch. Friss. So. Nochmal was reingehauen. Nein, ich will erst runter. So. Frei bewegen, das reicht ja. So, 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 so. Ich hoffe, der haut dann nicht zu weit ab. Ah, wird er schon nicht machen. So. So. Ach so. Ich bin verwirrt. Aber komplett. So. Jetzt muss ich das Ganze hier mal etwas beschleunigen. Zum Glück haben wir davon genug. Ja, mit so einem kleinen Feld kommt man halt nie weit. Also zumindest nie, wenn man dann noch züchten will und sich das Fleisch verkneift zu essen, wegen den Dinosauriern, die man da noch haben möchte. Da braucht man echt ein größeres Feld. Aber wenn man einmal dann ein größeres Feld hat und das regelmäßig, ich sag mal, aberntet, dann ist dann weiß man gar nicht mehr, wohin mit den Samen. Aber soweit muss man halt erst auch einmal gucken. Jetzt gehen wir hier nochmal durchs Getreide. Oh, und da ist ein Stack. Ganz schön schnell weg. Aber ich brauche das Brot. So. Aber da haben wir dann auch gleich wieder genügend Samen, um da ein großes Feld anzulegen. Und ich glaube, das werde ich dort hinten dann schon mal machen, dass wir dort ein Feld anlegen zumindest. Das Bauernhaus drumherum können wir uns ja später noch Gedanken machen. Also dann müssen wir ja die Tiere auch noch irgendwie hinkriegen. Das kommt ja auch noch dazu. So, so. Brote.
Habe ich sonst noch? Ah, ich kann ja einen Apfel, kann ich mal. Ach so, Moment. Rindfleisch war gebraten. Nee, warte mal. Nee. Du hast noch nicht kopuliert. Du? Und du was? Wir können schon wieder. Wo ist das andere? So, ihr Hühner. Kommt da eigentlich auch ein kleines Huhn raus oder legt ihr einfach nur immer ein Ei? Dein Futterautomat ist doch aber da oben. Hm, scheinbar brauchen wir doch einen Käfig. Ach, komm mal her. Hä? Da reicht immer so eine kleine Kante, wo der... Jetzt kommt der hier wieder nicht raus. Ich fasse es nicht. Spring du mal selber. Du kannst ja selber springen. Los, spring! Spring! Kann ich dir auch so Befehle geben? Folgen! Folgt der? Ja, der folgt. Sehr schön. Moment. Kann ich mich dann eigentlich auch auf den draufsetzen? So, jetzt machen wir hier kurz und dann müssen wir direkt nach oben ziehen. Ach, verdammt. Ah, komm mit. Ich höre unsere Katze. Na los, komm hier hoch. Komm. Hui! Und dann setzen wir den da oben wieder ab, weil der Futterautomat ist dort. Du sollst mir jetzt hier keine Umstände machen, was das angeht. Komm. So, und jetzt müssen wir uns nochmal jetzt hier. Jetzt landen wir nochmal. Und diesmal werden wir wohl hoffentlich nicht sterben. Nein! Ach! Nein! Wieder hoch! Mann, sind die schwierig zu steuern. Das ist kein Wunder, dass sie ausgestorben sind. Los! 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 Jetzt noch einmal. Einen Anflug! Nein! Jetzt. Hä? Schon wieder? Wieso passiert denn das andauernd? Also wenn ich... Das ist doch aber... Also ich kann nur so viel dazu sagen im... Achso, ja gut, im Creative-Modus. Ja, logisch, dass ich da nicht Dingens kann. Das kann doch aber nur ein Bug sein. Landen und sterben, das ist so irgendwie... Oder liegt das daran, dass ich auf den... Ah, kommt mal wieder alles her hier. Ja, Hunger. Logisch hast du Hunger. Komm her. Nein! Bleiben. Folgen. Bleiben. Frei bewegen. Bleiben. Friss! Du sollst fressen! Wirst du jetzt wohl fressen? Friss! Friss doch mal! Hier, friss aus dem dämlichen Automaten! Ja, Hunger 8 von 100, der hat Kohldampf, aber na, dann friss auch. Hier, du blödes Vieh. Da ist er. Hier. 5000 Einheiten Fleisch ist da drin. Nee, du frisst das nicht. Alter, los. Ey, wenn du mir schon wieder verreckst, dann werd ich aber... Da! Ja, genau, nur friss. 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 Friss! Du sollst da fressen. Verdammt nochmal.
Was machst du denn? Ja, du hast Hunger. Los, friss. So, will der mich verarschen? Von 100. Also ich hoffe, der frisst jetzt bald mal was. Du stehst genau auf dem Futterautomaten drauf. Du hast da vorne auch gefressen, wo du gewachsen bist. Los! Eins. Hallo? Hier! Hier ist ohne Ende. Erklärt mir das mal jemand? Kann mir das mal bitte jemand erklären? Oh Gott! Ey, das ist doch echt. Echt nicht normal, was soll denn das? Mal abgesehen von dem. Oh, mein Kompass! Und mein Pfeil, das hat sich aber alles. Oh, ich dachte, der will mich angreifen. Das hat sich aber alles weit verteilt hier. So, ich habe keine Ahnung, warum der schon wieder nichts mehr gefressen hat. Das ist mir irgendwie ein absolutes Rätsel, weil der Futterautomat stand genau vor dem. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was der Mist soll, warum der jetzt schon wieder verreckt ist. Das ist auf jeden Fall nervt es langsam, muss ich mal ganz ehrlich sagen, weil das so ist das ja nie gedacht. Ach, jetzt habe ich hier noch irgendwo. Ich muss nochmal raus und Rüstung suchen. Wo könnten hier noch Rüstungsteile von mir hingeflogen sein? Die fliegen ja letzter Zeit relativ weit. So, wir haben auf jeden Fall den Ausflug gemacht. Ist hier unsere Katze etwa? Ach, da ist unsere Katze. Komm mit. Haben wir die wenigstens wiedergefunden. Dafür fehlen mir jetzt die Rüstungsteile. Wo sind denn die hin? Mir fehlt die Maske und ach so ein Mist. Na gut, dann ist das halt weg. So, gut. Also das funktioniert scheinbar. Da ist irgendwie ein bisschen keine Ahnung, was da nie hinhaut, weil im Creative-Modus hat das Vieh wesentlich länger überlebt, so lange, bis es dann der T-Rex gefressen hat. Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nervt es. Wir werden uns dann wohl auf die Züchtung von anderen Dinosauriern beschränken. Wir sind aber mal geflogen. Dann hoffen wir mal, dass hier ein Pegasus rauskommt bei den beiden. Wenn da überhaupt irgendwas rauskommt. Da können wir mit denen fliegen. Vielleicht ist das da besser. Also irgendwie ist das so ein bisschen. So, Rüstung. Jetzt habe ich meine Handschuhe und mein Helm. Achso, da kommt da hin und mein Helm vergessen, verloren. Das ist natürlich auch bescheiden. Aber gut, wir haben einiges gemacht, geschafft, wie auch immer. Ärgerlich ist das aber immer. Kraft.
Den Guide, den haben wir noch da. Dinopedia brauchen wir jetzt halt nur erstmal. Was haben wir noch? Tyrannosaurus, ja, da werde ich mich hüten. Die Dilophosaurus, die kann man nicht zähmen. Stegosaurus. Plesiosaurus und ein Säbelzahntiger. Na, Katze. So. Dann werden wir hier jetzt noch ein bisschen aufräumen, was das schon. Kompass kann man ja immer brauchen. Cola haben wir noch mit dabei. So. Und dann wird das nächste Projekt wahrscheinlich erstmal eine Farm sein. Zumindest anfangen, dort hinten auch bei dem Baum, wo das Baumhaus dann gegebenenfalls reinkommen könnte, weil einen anderen Platz habe ich jetzt schlicht und ergreifend mal noch nicht gefunden. Und du vermehrst dich. Und wer kann sich hier noch vermehren? Schwein kann sich vermehren. Und du kannst dich mit dem vermehren. Und das Huhn darf auch schon wieder. Reproduktionszyklus Extremus. Muss ich dann irgendwann mal schlachten. Schön wird es ja, wenn ich die Tiere dann hinten zum Bauernhof kriegen muss. Das wird, was wahrscheinlich auch so kommen wird. So, wir gehen hier lang, da lang. Zack, zack, zack. Dann führt uns unser Weg hier entlang. Hopp. Hopp, 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 hopp. Hier, ach, hier buddel ich, her baue ich einen Tunnel. Hier buddel ich mich einfach durch. Dann kommen wir hier irgendwo raus. Das heißt, die Bäume hier würden stören. Deswegen kommt der weg. Haha, Timbermod. Also wenn der so heißt. Der irgendwo im Tree Plus Plus Mod wahrscheinlich mit dabei ist. Oder der Typ das selber sich so ausgedacht hat. Das ist eine coole Sache. So. Ich komme hier raus. Gehe ich hier so lang? Wahrscheinlich hier so lang, weil hier habe ich ja schon frei gemacht. Dann habe ich hier schon wieder. Na gut, hier können wir ja auch mal hochgehen. Ich brauche auch die Federn. Für Pfeile. Und da haben wir noch ein schwarzes Pferd. Ist mir jetzt aber gerade egal. Und da haben wir ein kleines Pferd. So, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Und so. Das stört alles hier. Mann, Mann, dann ist das aber ein ganz schönes Stück Weg. Hallo? Wo kommen wir denn dann endlich mal hier an die Freifläche hin? Ach, hier erst. Ach doch, klar, hier können wir farbenmäßig aktiv werden. Kann nur passieren. Dass ich hier was abtragen muss und so einiges. Hehe. Naja, das passiert schon mal. Das überlege ich mir dann. Hier fülle ich einfach auf die Höhe. Aber hier muss ich was abtragen auf jeden Fall. So, und jetzt wollen wir doch mal schauen, ob wir nicht auch einen anderen Weg haben. Dass wir hier rauskommen, geradezu. Das müsste doch machbar sein, oder? Hui! Jetzt muss ich erstmal kurz. Kann hier jemand. Ach, Scheiße. Ach, ich brauche schon wieder mehr. Ich brauche wahrscheinlich auch so viel, weil ich immer so viel renne. Ich hätte mir natürlich auch einen meiner Gäule mitnehmen können. Hier querbeet durch, in die Richtung müsste es gehen eigentlich, oder? Hopp! Hopp! Hopp, hopp! Hopp, hopp, hopp!
hier noch hoch und hier und hier und hier. Und hopp. Ja, ach hier, genau, hier lang. Hier längs. Quasi. Das sammle ich dann später noch ein. So. Komm ich nicht hier? Nee, komm ich nie. Ach, verdammt. Ich komme wirklich von da hinten. Mir fällt gerade ein mit dem Dinosaurier, mit dem Fliegen. Ja klar, kann ich im Creative-Modus auch sterben, wenn ich irgendwo zu sehr runterspringe. Zu doll runterspringe. Ach so, wir könnten hier rumgehen. Darum. Ah, naja, das kriegt man schon irgendwie hin. Das passt schon. Hoppada, hoppada, hoppada. Ja, also den Weg müssen wir dann noch uns frei machen, dass wir dort auch hinkommen. Dass wir dort quasi hinlaufen können und am besten natürlich auch reiten. Habt ihr schon was? Nö. Gut. So, dann werde ich jetzt hier eine Aufnahmepause machen. Gleich. Wir haben ja einiges erlebt. Auch wenn es der Tod von mehreren Dinosauriern waren, was jetzt irgendwie nie so geil ist. Aber da ist irgendwie... Ich werde mal gucken, ob ich mich da im Forum ein bisschen rumtreiben kann, um rauszufinden, was da irgendwie schief läuft. Ob das bugmäßig da bedingt ist oder nicht. Was da die ganze Zeit und ständig passiert mit den Dinos, dass sie dann, wenn die erwachsen sind, andauernd verrecken. Weil das nervt natürlich. So. Ich gebe der Katze nochmal Futter. Brauche ich dann in der nächsten Aufnahme nicht machen. Wobei das auch relativ... Nee, die hat man. Ja, so ist es. So, das soll es dann erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wegen den ganzen anderen Ideen könnt ihr ja mal euch da in den Kommentaren, und macht ihr ja meistens auch, worüber ich mich auch freue. Ich hoffe, dass hier mal was rauskommt. Nachtmar oder was auch immer. Ein Packpferd. Beim Packpferd wird aber kaum rauskommen. Das wäre ein bisschen seltsam. Pegasus. Kann dann Pegasus rauskommen? Keine Ahnung. Wäre schön. Ich verabschiede mich für diese Aufnahme und sag tschö mit ö. Tschö, tschö.